Grüß euch. Manche von euch kennen mich als Stefan von Gehölzkunde und ich mache jetzt auch ein Online-Gehölzkunde-Video, damit ihr auch ohne Real-Life-Rundgänge ein bisschen lernen könnt. Ich möchte kurz nur auf das Video von der Anita verweisen, das haben wir manche von euch gesehen wahrscheinlich, und daran ein bisschen anschließen. Also die Anita hat ja schon fast alle Nadelgehölze eigentlich durchgemacht und einiges hat gerade blüht. Das werde ich nicht wiederholen. Ich werde nur ein paar Sachen, die sie nicht gemacht hat, schon noch reinzwicken und dann versuchen, möglichst im Skript weiterzugehen und Sachen anzuschauen, die halt auch gerade schön blühen. Okay, somit beginnen wir da bei einem der Alpinums im Türkenschanzpark und wir beginnen mit einem Baum, der leider ein bisschen schwierig ist und eher selten. Ich zeige ihn euch trotzdem, dieses Nadelgehölz. Kommt so mal näher. Ihr wisst eh, bei solchen Nadelsachen, die halt so ausschauen wie Weihnachtsbäume sozusagen, unterscheiden wir an den Nadeln, wie die angewachsen sind, mal grob zwischen Tannen und Fichten. In dem Fall handelt es sich um eine Fichte, weil die Nadeln, die haben halt keine runden Nadelnkissen, sondern sind quasi spitz mit dem Trieb verwachsen. Das heißt, wir haben eine Fichte, also Picea, und das ist nämlich die Picea glauca. Und die ist ein bisschen eine Besonderheit, weil die kommt sehr häufig in Garten vor, aber fast immer als eine Sorte, wo sie so eine Kegelform hat. Und die Nadel schaut dann ganz anders aus. Und dann ist das die Variante oder die Sorte Conica. Also normal sieht man die Picea glauca conica. Die ist dann ganz, ganz auffällig und super einfach zu erkennen. In dem Fall, das war ganz interessant, wenn es daher schaut, auf dem Ast war früher diese Kegelform sozusagen. Und die hat dann halt sich irgendwann überlegt, dass sie nicht mehr diese Züchtung sein mag. Und deswegen ist sie jetzt die normale Form von der Picea glauca. Und wenn wir sich die Nadeln nochmal anschauen, ist jetzt auf den ersten Blick echt ein bisschen schwer zu unterscheiden von einer Picea abies oder so. Sie hat ein bisschen feinere Nadeln, sind jetzt auch gerade eher um den Ast. So einen leichten Silberstich, relativ spitz. Ein gutes Merkmal ist aber im Unterschied zur Picea abies zum Beispiel, ist die Zapfen. Die Zapfen sind wesentlich kleiner, also die Fichtenzapfen von der gemeinen Fichte sind doch deutlich länger. Also das wäre ein Unterscheidungsmerkmal. Wie gesagt, das ist jetzt eh nicht der häufigste Baum. In der normalen Form kenne ich ihn eh nur da beim Alpinum. Ansonsten ist es immer diese Kegelform, die ganz auffällig ist. Also eigentlich ziemlich einfach zu erkennen. Am Wegesrand, wie ich meines Weges ging, habe ich da eine schöne blühende Pflanze entdeckt, die später im Jahr nicht mehr so auffällig aussieht. Dieses kleine Ding hier. Ihr seht, das wächst nicht sehr hoch. Das ist quasi die maximale Höhe, die es erreicht. Und das ist eine Kirsche. Prunus tenella heißt das Teil. Wenn man mal die Blüten genauer anschaut, kannst du es genauer anschauen? Danke. Man sieht, das hat die typische rosa Zehenblüte, 5 Kronblätter. Das haben eigentlich die alle gemeinsam. Jetzt sieht man noch die Blätter, die eigentlichen, also die Laubblätter noch nicht so gut. Das sind so längliche, also eher schmalere Blätter. Aber am Habitus vor allem, man sieht das, wie das aussieht, eher so ein zartes kleines Teil. Am Habitus und an diesen schmalen Blättern, die so leicht gezähnt sind, kann man die Prunus tenella auch später noch ganz gut erkennen. Blüht eben jetzt gerade rosa. Genau. Der nächste Platz ist wieder ein größerer Baum, der Baum da hinter mir. Da handelt es sich um eine Magnolie. Die Magnolien blühen momentan, sind teilweise schon wieder am Verblühen. Und wir haben zwei Magnolienarten, die im Türkenschanzpark und um die Boko sehr häufig sind. Ein paar andere auch noch, aber am häufigsten sind die Magnolia solangiana und die Magnolia cobus. In dem Fall handelt es sich um die Magnolia cobus. Das kennt man meistens ganz gut am Habitus, weil wie der Name sagt, auf Deutsch heißt sie nämlich Baummagnolie, ist sie baumförmig. Das heißt, sie hat normalerweise eher nur einen Stamm und wächst sehr aufrecht wie ein typischer Baum sozusagen, während die andere, die Magnolia solangiana, eher mehrstämmig ist und breit auseinander wächst. In dem Fall ist es ein bisschen gemein. Ihr seht, die ist auch zweistämmig, ist quasi ein Zwiesel, kann passieren. Momentan ist es trotzdem einfach, sie zu erkennen an den Blüten. Ihr seht, da sind noch Blüten drauf. Die schönen Magnolienblüten und die sind rein weiß. Und das ist eben die Magnolia cobus, die weiß blüht. Die andere häufige Magnolia solangiana hätte Blüten, die außen rosa sind und innen weiß. Und die sind eben rein weiß, deswegen Magnolia cobus. Ihr seht, die Blätter kommen gerade raus, die werden noch deutlich größer. Also die blüht quasi knapp vor Blattaustrieb oder halt mit Blattaustrieb, wie ihr sehen könnt. Und wie gesagt, später
erkennt man daran, an den Magnolienblättern sozusagen, mit ein bisschen Übung erkennt man das ganz gut und dann am Habitus von den anderen Magnolien zu unterscheiden. Unsere nächste Station ist hier in dem Bereich. Man sieht, da gibt es einiges eher Flachwüchsiges. Und drei Pflanzen von dem, was da so wächst, möchte ich mal kurz anschauen. Wir beginnen mit dem einfachsten. Das kennen wahrscheinlich alle von euch, einfach weil man das halt kennt, allgemein wissen. Dieses mit diesen Blättern. Reißen wir mal eins liebevoll ab. Weiß sicher jeder, das ist ein Efeu. Ein Efeu auf gescheit heißt Hedera helix. Ist eben so eine Allerweltspflanze, die in Europa und wahrscheinlich überall anders mehr oder weniger auch sehr häufig vorkommt. Kann am Boden kriechend sich ausbreiten, wie ihr seht. Also kann als Bodendecker auch als Ziergehölz verwendet werden. Kann sehr gut klettern, wie man da so ein bisschen sieht. Ist heimisch. Klettert mit Haftwurzeln, was ganz interessant ist, weil andere Kletterpflanzen klettern ja mit Haftscheiben oder sie schlingen. Der hat Haftwurzeln. Und damit kriecht er eben an Bäumen oder Fassaden und so weiter hoch. Muss man halt beachten bei der Nutzung davon. Der macht jetzt nicht die Fassade sofort komplett kaputt. Aber natürlich ist es schon ein bisschen gefährlich. Also mit den Wurzeln, wenn die Fassade ohnehin schon ein bisschen bröckelig ist, dann kann es schon sein, dass er mit den Wurzeln da in die Risse sich reinhaftet und das weiter aufsprengt. Aber es ist halt nicht so absolut ein Todesurteil sofort, wenn man Efeu verwendet. Natürlich muss man, wenn man nimmer haben will, ordentlich drüber putzen und wahrscheinlich die Fassaden neu, meiner zumindest. Also gut, Hedera helix, Efeu, sieht so aus. Interessant ist noch der Blattdimorphismus, das Wort kennt ihr wahrscheinlich eh, hat eben häufig so diese fünf Lappen. Das sieht man da jetzt nirgends, aber es kann auch sein, dass er manchmal weniger Lappen hat oder wirklich nur so ein einfaches, ovaleres Blatt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Auffällig ist aber immer, sind diese Blattnerven, die man gut sieht. Und es ist auch relativ ledrig, weil die Pflanze immer grün ist. Blühen tut er jetzt nicht so auffällig bunt. Dafür relativ spät, also im Spätsommer. Und die Insekten haben das sehr gerne. Es ist eine wertvolle Bienenweide, sagt man ja. Also ökologisch durchaus eine interessant, wichtige Pflanze. Und dann die Beeren, die er dann entwickelt, die bleiben dann im späten Herbst und Winter auch drauf. Da freuen sich natürlich die Vögel. Nächste Pflanze, die wir da haben, ist auch was Immergrünes. Das ist dieses Teil. Ihr seht, das kommt da so auch flach raus, hat immer so einzelne Triebe mit Blättern, die gegenständig darauf sitzen. So schaut das aus. Das ist ein Johanniskraut, ein verholzendes. Das heißt Hypericum calycinum. Und ja, gibt es jetzt nicht so oft, ist jetzt nicht die allerwichtigste Pflanze, die wir da in der Gegend finden. Nicht die häufigste, sagen wir so. Ist ganz relativ gut erkennbar, eben, weil dieser Wuchs, das wird nicht größer als so, wie ihr seht. Das sind überall diese Dinger, die da rausschauen. Wir sehen jetzt diese ledrigen Blätter auch, weil es eben immer grün ist und es hat eine auffällige, schöne, gelbe Blüte. Genau. Und das dritte, was wir da noch haben, ist jetzt da. Das sind auch so Triebe, die aber eher ungeordneter, wenn man da so drüber schaut, da stehen so wild diese Triebe raus. Und wenn man sich es näher anschaut, wo sieht man es denn schön? Da kann man es ganz gut erkennen. Hat so kleine Blätter. Auch immer grün, auch so ein bisschen ledrig und die sind wechselständig. Und an diesem Habitus, an diesem wuscheligen und an dem Blatt erkenne ich zumindest, dass das ein Cotoneaster dammeri ist. Einer der sehr häufig verwendeten Cotoneaster. Ihr seht es sehr flächendeckend, ein bisschen wild wuschelig. Heutzutage nicht mehr ganz so modern, Cotoneaster in dem Ausmaß zu pflanzen, aber erfüllt durchaus seinen Zweck. Ja, wie gesagt, Merkmale sind der Habitus vor allem. Und die Blattständigkeit. Diese flachen Polsterpflanzen sozusagen, da muss man halt also aufpassen, wenn man was sieht, was so ausschaut wie ein Cotoneaster, ob das wirklich ein Cotoneaster ist oder vielleicht eine Lonicera. Wie gesagt, Blattständigkeit, Lonicera wäre nämlich immer gegenständig am Blatt. Wie ihr hoffentlich eh schon wisst. Gut, das war's für den Fleck. Okay, der nächste Halt ist nur ganz kurz hier an diesem Zaun. Da haben wir eine Pflanze, die ist jetzt auch nicht so häufig. Ihr seht, das ist eine Kletterpflanze, die jetzt sich schlingt. Also die hat jetzt also keine Haftwurzeln oder so, die wächst halt irgendwie so rauf. Sie hat schon so liebe Armchen, mit denen sie es festhalten kann. Auf jeden Fall eine Pflanze, die häufig auch in Vorgärten gepflanzt wird und eben für Zäune gut geeignet ist. Eine Clematis.
Also ihr kennt ja wahrscheinlich die heimische Clematis vitalba, und da gibt es eben sehr, sehr viele andere Arten in verschiedenen Sorten, die man gern pflanzt. Und das ist die Clematis shakmani. Kennt ihr eigentlich eh nur hier an diesem Ort, und erkennen würde ich sie daran. Also ihr seht, da haben wir den Trieb, den Leittrieb sozusagen. Und dann hat sie immer gefiederte Blätter, das haben alle Clematis, die immer gegenständig sind. Also das ist sehr typisch, dieses Erscheinungsbild vom Blatt. Und die Clematis shakmani, wie ihr seht, die hat nur drei Fiederblättchen. Die sind zwar oft so ein bisschen tief eingeschlitzt, aber im Grunde sind es drei Blättchen auf diesem Gesamtblatt. Genau. Die heimische hätte fünf zum Beispiel. Das war's auch schon. Hat auch einen schönen Blühaspekt, aber es ist eher was Dezenteres. Genau. Weil ich es gerade am Weg gesehen habe, wir haben ja gerade von der Clematis shakmani gesprochen, da haben wir jetzt die heimische Clematis vitalba, die stinknormale Waldrebe. Ihr seht, das wurstelt sich auch da so um den Zaun herum, obwohl das wahrscheinlich regelmäßig zurückgeschnitten wird. Wenn ihr mal da schaut, seht ihr das? Das ist quasi ein Stück, was halt vom Zurückschneiden überblieben ist. Also die werden durchaus relativ dick, die Triebe von denen Dingen. Und im Wald, in der Natur, findet man die auch sehr häufig, und die hängen oft so von den Bäumen runter. Ihr seht das, so wie das da. Das sind halt die Lianen. Das sind quasi wirklich wie Lianen. Durchaus stabil. Man kann ausprobieren, sich zu schwingen. Und wie bei der vorherigen Pflanze erwähnt, auch wieder dieses gefiederte Blatt, gegenständig. Und eben jetzt mit fünf Blättchen, wie ihr seht. Also, wie nennt man das? Das wisst ihr auch. Unpaarig gefiedert. Sprich, vorne ist ein einzelnes Blättchen und nicht zwei. Genau, also Clematis vitalba, die ganz stinknormale Waldrebe. Okay, nächstes Gehölz ist wieder ein Baum, der nicht immer ein Baum sein muss. Wir haben da die Hainbuche Carpinus betulus, ein durchaus sehr häufiges Gehölz im Parks, aber auch in der Natur draußen. Und wenn wir sich gleich einmal jetzt am Anfang das Blatt anschauen, das ist jetzt noch nicht sehr weit entwickelt. Aber man kann schon erkennen, wenn die austreiben, die sind so ein bisschen gefaltet. Ihr seht da so wie eine Ziehharmonika, oder ich glaube im Skript steht plissé-artig gefalten. Und das ist sehr charakteristisch. Also auch später, wenn das Blatt ausgewachsen ist, kann man diese Falten noch erkennen. Und wichtig ist auch, dass der Blattrand eine doppelte Zähnung hat. Oder Sägung, wie auch immer. Also doppelt gesägtes Blatt. Das ist zum Beispiel eines der einfachsten Merkmale, um sie von der echten Buche, von Fagus, zu unterscheiden. Also Carpinus betulus, doppelt gezähntes Blatt. Ganz wichtig. Was wir da auch sehen, sind gerade die Blüten. Ihr seht jetzt die Blütenstände. Schaut so aus. Die wird es dann später auch nicht mehr so schön, also ist gerade um die Jahreszeit gut zu erkennen. Und wenn wir sich jetzt da den Stamm anschauen, wo die Kinder spielen. Oh, sorry. ihr seht vom Habitus her, das ist jetzt durchaus ein Baum. Wie gesagt, der ist aber sehr plastisch sozusagen. Also der verträgt sehr viel Schnitt, ist eine häufige Hecke. Und der Stamm ist eher sehr glatt. Genau, aber nicht ganz so glatt wie ein Fagus, wie eine richtige Buche. Sondern so ein bisschen oft so eingesenkt, kann man jetzt schwer beschreiben. Aber auf jeden Fall ein glatter Stamm tendenziell. Die ist schon relativ alt, die Pflanzen. Aber ja, steht ja neben Eck. Wie gesagt, die Blätter sind dann für euch später das wichtigste Merkmal. Diese Falten, die man noch erkennen kann, und die doppelte Sägung, ganz wichtig. Carpinus betulus. Okay, nächster Halt, da haben wir wieder mehrere Pflanzen auf einmal. Ich bin da stehen geblieben, weil ich schon von Weitem dieses schöne weißblühende Teil gesehen habe. Das ist eine Felsenbirne, Amelanchier. Die ist relativ häufig im Park und in der Gegend. Amelanchier lamarcki ist die Art. Ihr schaut euch den Habitus an. Das ganze Ding ist ein großer Strauch. Also das hat keine eindeutige Baumform, sondern ist immer so mehrstämmig. Relativ breit auch. Also ein großer Strauch sozusagen. Schöne weiße Blüte, wie ihr jetzt seht. Auch ein Rosacee, hat quasi die Rosacee in Blüte. Später ist es zugegeben ein bisschen schwerer zu erkennen, ohne Blüten, nur an den Blättern. Das kann ich jetzt im Video und ohne Blätter vor allem schwer erklären, wie die ausschauen. Ihr habt eh das Skript. Was schon wieder einfach ist, sind die Früchte. Also Felsenbirnen haben so kleine Rosazeenfrüchtchen, die sehr schmackhaft sind. Also sind irgendwie so bläulich, und je reifer sie werden, desto dunkler sind sie. Und deswegen geht es jetzt raus. Schaut euch diese auffälligen Dinge an und merkt euch, wo sie stehen. Schmecken super. Also Amelanchier lamarcki, Felsenbirne. Sehr schöne Pflanze. Vielleicht nur Aufnahme aus der Nähe, dass man diese schönen Blüten sieht.
die Blätter, wie ihr seht, kommen gerade raus. Die sind nur so ein bisschen gefalten und behaart auf der Unterseite. Genau, schönes Teil. Dann gehen wir da gleich weiter. Da ist so eine Reihe von so Sträuchern. Bei denen müssen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, bei den meisten. Also wenn wir sich die anschauen, die und die zum Beispiel, ihr seht, die haben unterschiedlich große Blätter, aber das ist die gleiche Gattung auf jeden Fall. Das sind Rhododendron-Hybriden. Auf Deutsch kann man sagen Azaleen. Und bei diesen, da gibt es eine Reihe von Züchtungen und die müssen wir jetzt nicht im Detail auswendig lernen. Bei den Rhododendron ist wichtig, dass man über die Heimischen Bescheid weiß. Aber von diesen hier, also ihr kennt diesen Standort wahrscheinlich eh, die ganze Reihe da, diese Rhododendren, da sagen wir einfach, ja, das sind dann Rhododendron, irgendwelche Züchtungen, die blühen dann auch später sehr auffällig. Aber was das genau ist, müssen wir nicht unterscheiden können. Also Rhododendron, irgendwas. Und ein Ding haben wir aber schon, was anderes ist. Nämlich dieses Teil. Ich kletter da mal jetzt frech drüber. Sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, wenn man genau schaut. Es wächst aber ein bisschen anders. Also der Habitus ist ein bisschen anders. Und die Blätter sind auch anders geformt. Und vor allem jetzt ist es gerade einfach zu erkennen. Ihr seht diese Blüten. Das sind so in Blütenständen stehende, das sind Traubenblütenstände, wo so hübsche weiße Glöckchen draufhängen. Also da oben sehen wir es auch noch schön. Sehr schön. Also das ist eine Pieris. Pieris japonica heißt das Ding. Auf Deutsch weiß ich gerade nicht. Pieris japonica. Ja, nicht zu verwechseln mit einem Rhododendron, weil es da so mittendrin steht. Ob das Ding sonst woanders auch noch steht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es hat noch ein weiteres Merkmal, das sieht man da ein bisschen, wenn man genau schaut. Die jungen Blätter, wenn die so austreiben, oben am Ende der Leittriebe, die sind immer so rötlich gefärbt. Das wird dann oft ein bisschen deutlicher. Das wäre dann später auch noch ein Merkmal. Man muss ein bisschen aufpassen, weil ohne diese rötlichen Blätter und ohne die Blüten ist natürlich ein bisschen schwerer zu erkennen. Deswegen schaut sich die Pflanze öfter an und steht eh direkt neben den Rhododendren und da kann man eh die Unterscheidung üben. Die nächste Pflanze ist ein großer Baum, ihr seht, das ist der Kuchenbaum. Cercidifyllum japonicum heißt das Teil. Ist im Habitus erkennbar, es wird ein großer aufrechter Baum, oft ein bisschen mehrstämmig. Der hat quasi nur zwei Stämme, aber es gibt auch welche mit mehr Stämmen. Sobald die Menschen vorbei sind, gehen wir einen Schritt näher. Der ist ganz gut erkennbar an den Blättern, am Habitus auch. Ihr habt die Rinde gesehen, ist doch relativ auffällig mit diesem furchigen Erscheinungsbild. Ihr seht, die Blätter sind relativ rund und auch so, also der Blattansatz ist, Blattbasis ist auch herzförmig. Also das heißt, es ist quasi hier am Ende des Blattes, hört das nicht gerade aus, sondern es ist so nach hinten gebuchtet. Wie ein Herzerl sozusagen. Sagt eh der Name auch, Cercidifyllum. Cerci ist ja rund, also eher rundblättrig. Difyllum heißt, weil der an manchen Trieben, wie man hier sieht, sind die Blätter gegenständig. Ich weiß auch nicht mehr, ob es die Langtriebe oder die Kurztriebe waren. Auf jeden Fall, es gibt auch wechselständige Blätter, also der macht beides sozusagen. Was man da auch dazwischen sieht, immer wieder, da sieht man es besser, da sind auch die Reste von den Blüten drauf. Also der hat vor kurzem geblüht. Der blüht noch, also knapp bevor die Blätter kommen, in so roten, zarten Blüten. Also jetzt nicht die auffälligste Blüte, aber durchaus schön. Und warum heißt das Ding jetzt Kuchenbaum? Das liegt daran, dass der durchaus einen sehr nach Lebkuchen riechenden Duft verbreitet. Also ich persönlich finde, das riecht man im Hochsommer oft. Also wenn es im Sommer ein bisschen spazieren geht, im Park, oft kommt so echt so eine süße Duftnote, kommt einem entgegen. Und das sind eben diese Bäume, da gibt es ein paar im Türkenschanzpark. Es heißt angeblich, dass man im Herbst, wenn das Laub abfällt, dass man es im Laub auch riecht. Habe ich persönlich noch nie erlebt. Für mich ist es immer im Sommer irgendwie so, der verbreitet halt diesen Duft, deswegen Kuchenbaum. Auf gescheit, Cercidifyllum japonicum. Okay, wir haben da jetzt nur mal zwei Magnolien. Die eine haben wir eh vorher schon angeschaut, die Baummagnolie. Da hat sie jetzt deutlicher den Habitus vom baumförmig. Also einen schönen Stamm und eine schöne Krone. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist eben jetzt da die zweite Magnolie. Das ist eben die Magnolia sulangiana. Und ihr seht bei dem Exemplar schön, dass die oft eben mehrstämmig ist und breiter.
wächst sozusagen. Was man auch sieht, eben die Blühfarbe. In dem Fall sind die äußeren Blätter, wie es jetzt, ein bisschen rosa gefärbt. Und man sieht auch, dass die noch keine Blätter drauf hat. Also die Baummagnolie, da kommen ja die Blätter mit der Blüte gleich raus. Bei der Solangiana kommen zuerst die Blüten, fallen ab und dann kommen die Blätter quasi. Ich weiß nicht, ob wir da Blüte aus der Nähe betrachten können. Ja, doch. Also da sieht man jetzt eben schön, das ist jetzt schon leider ein bisschen ausgeblichen, aber die Außenseite ist rosa gefärbt und innen sind sie dann auch weiß. Genau. Nächster Stopp ist einmal zur Abwechslung ein Strauch. Ihr seht dieses Teil da und das blüht gerade sehr hübsch. Es hat immer so nette Blütenstände. Ich weiß nicht, ob das Rispen sind. Das sind keine Dolden. Wurscht, ich will euch jetzt keinen Blödsinn erzählen. Es schaut irgendwie aus wie Trauben, die schirmförmig angeordnet sind. Sagen wir mal Schirmrispen dazu. Auf jeden Fall weiße Blüte, wie ihr seht. So ein zarter Strauch. Die Triebe sind immer so überhängend. Und das ist eine Spirea. Und die Spireen, das werdet ihr dann noch sehen, jetzt ist es noch ein bisschen schwierig, aber später ohne Blüte sind die super an den Blättern zu unterscheiden. Also wenn wir da jetzt die Blätter aus der Nähe ansehen, kann man aber schon erkennen. Ich reiße jetzt einfach eins ab. Machen wir das so. Das ist so länglich und quasi halt spitz zulaufend, hat keine Einkerbungen am Blattende, also ein relativ schmales Blatt. Und was man auch vielleicht sieht, also was man auf der Kamera sieht, es ist eher weich und flauschig. Das spürt man sehr. Also wenn man dann später vor allem die Blätter so ein bisschen angreift, die haben eine Behaarung drauf, so eine ganz zarte, und deswegen fühlt sich das Blatt sehr weich an. Und das sind eben alles Merkmale von der Spirea cinerea. Weiß nicht, wie man sagt. Genau, die anderen Spireen werdet ihr dann sehen, die haben eh irgendwelche anderen auffälligen Merkmale. Meistens sind die Blattenden eingekerbt. In dem Fall nicht, also wirklich einfache Blätter, ohne irgendwelche, also Blattrand ist ganz randig bis nach vorne und eben diese weiche Struktur vom Blatt ist ganz wichtig. Und ja, im Moment gerade sehr schön blühend, wie man sieht. Weiß ist auch eine typische Blühfarbe von allen Spireen eigentlich. Wenn wir gerade da stehen, Bonusfrage, wenn wir da am Boden schauen. Man sieht da überall so Hülsen herumliegen, wie von Hülsenfrüchten, so ledriges Zeug. Wenn man sowas sieht, ist das ein guter Hinweis. Das kommt wahrscheinlich logischerweise von dem nächstbesten großen Baum. Das ist in dem Fall der große Baum. Hat noch keine Blätter oder Früchte oder irgendwas drauf, aber natürlich sind das die Früchte vom Vorjahr, was wir am Boden sehen. Und das ist ein guter Hinweis für die Gliditzie. Gliditzie triacanthus hat solche relativ langen Schotenfrüchte. Am Blatt kann man es dann auch gut erkennen, gefiedert und doppelt gefiedertes Blatt. Und Stamm ist meistens auch sehr auffällig mit dieser furchigen Struktur und so fast so wie eine Ringelborke auf diesen Platten drauf, oder so Streifen. Oft auch sehr bewehrt, aber das schauen wir sich dann anders mal an. Ich möchte nur kurz was am Rande zeigen, weil das eigentlich nur an einer Stelle da zu finden ist. Also wir sind da, wo dieser Sandkistenspielplatz ist, und wenn man da quasi Richtung Zug geht, da unten fährt der Zug durch, wie ihr wisst, da drinnen stehen ein paar Nadelbäume, weil letztes Jahr waren da die Leute ein bisschen verwirrt. Da drinnen stehen Mähnenfichten, Picea breviariana. Bitte nicht denken, dass alle Fichten, die Äste so hängen lassen, dass es automatisch Mähnenfichten sind. Das machen nämlich die Picea avias, machen das auch ganz gerne in der Stadt, weil sie das Klima nicht so mögen. Also da hängen quasi die Triebe zweiter Ordnung so schlaff nach unten. Das macht Picea avias auch gern. Die richtigen Mähnenfichten, Picea breviariana, stehen da. Wir gehen kurz runter. Das Problem ist, man kann die schwer anschauen. Die haben gerade keine Zapfen drauf, also Merkmale sind schwer zu beschreiben, aber ich zeige es euch nur kurz, welche Bäume das sind. Also es wären die paar da. Also da, weiß ich nicht, 5, 6 Bäumchen. Ihr seht, die haben aber eben auch schön dieses Merkmal, dass die Triebe zweiter Ordnung schlaff nach unten hängen. Ja, man könnte versuchen, die Zapfen anzuschauen, es ist ein bisschen schwierig da. Ist auch nicht der allerhäufigste Baum und nicht der wichtigste für die Prüfung, traue ich mir jetzt mal zu behaupten. Aber es gibt ihn, Picea breviariana, aber wie gesagt, nicht verwechseln mit anderen Fichten, die auch gern die Äste hängen lassen.
Als nächstes schauen wir uns wieder ein Laubbäumchen an. Nadelpflanzen haben wir jetzt eigentlich so gut wie alle durch. Ich habe noch ein, zwei Lücken gefüllt. Den Rest, wie gesagt, hat die Anita eigentlich schon super gemacht. Ich verlinke das nochmal unten in meiner Videobeschreibung. Da in den Videos von der Anita hat sie eigentlich alles drinnen, was was Nadelgehölze angeht. Wir haben da jetzt eine Eiche, weil die meisten Eichen, vor allem die heimischen, die haben noch keine Blätter drauf. Die schon, weil die nämlich wintergrün ist oder immergrün. Schaut selber das Skript nach. Auf jeden Fall hat die ledrige, dauerhafte Blätter. Ich behaupte jetzt mal immergrün. Das ist die Quercus turneri. Ist eine Kreuzung, ist nicht heimisch, aber gibt es halt auf jeden Fall hier einmal mit einer sehr komischen Baumstützung, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie gut es dem Baum geht. Auf jeden Fall schon erkennbar, dass es ein schönes Eichenblatt hat. Wenn man es angreift, fühlt es sich eben sehr ledrig an. Und daran kann man es eigentlich super erkennen. Eichenartiges Blatt, ein bisschen komisch geformt, aber ledrig. Dann haben wir Quercus turneri. Das war's eigentlich schon. Okay, hier im anderen Alpinum finden wir jetzt zwei Pflanzen, die eben auch interessant sind. Einmal hier, dieses kleinwüchsige Ding. Das ist ein Camecytisus austriacus. Wie der Name sagt, eine heimische Pflanze. Den kann man durchaus schon erkennen. Also ein paar von den auffälligen Merkmalen. Ihr seht die Triebe. Sind so relativ flauschig behaart und die Blätter sind immer so dreifache Blätter, kann man schon ganz gut sehen. Ja, das sind eigentlich die auffälligsten Merkmale. Merkt euch, dass es den da gibt im Alpinum, der hat so gelbe Blüten, die er später entwickelt. Und ja, sonst steht er eigentlich nicht wirklich oft häufig rum, gibt's auch. Was wir dann da noch haben? Ist noch ein Rhododendron. Wie wir vorher die Azaleen angeschaut haben, haben wir gesagt, bei Rhododendron-Hybriden ist es uns egal, welche Art es ist, bei dem jetzt nicht mehr. Das ist nämlich einer der heimischen Rhododendren. Ihr wisst ja, die Alpinums da sind so den Gebirgslandschaften nachempfunden, also deswegen auch die Kalkblöcke da. Und deswegen haben wir da eine kalkliebende Pflanze, nämlich den Rhododendron hirsutum. Es gibt eben zwei im Skript, zwei heimische Rhododendren, den Rhododendron hirsutum, der hier, und den Rhododendron ferrugimenum. Und der hirsutum hat eben gern basische Böden, während der ferrugimenum eher saure Böden liebt. Eigentlich im Park, ich kenne den ferrugimenum eh nirgends da in der Gegend, der hätte eine rötlich gefärbte Unterseite, also Blattunterseite. Das hat der Rhododendron hirsutum, den es hier gibt, der hat das nicht. Der ist dafür ein bisschen behaart. Also ihr werdet das jetzt nicht sehen, aber wenn man genau schaut, hat so leichte Behaarung. Genau, also das sind eben die heimischen beiden relevanten Rhododendron-Pflanzen, die uns interessieren. Ebenfalls in der Alpinum haben wir da einen Strauch, also ein bisschen höher wachsend. Das ist ein Riebisselstrauch, aber nicht der gängige Garten-Riebisselstrauch mit den roten oder schwarzen Johannisbeeren, sondern der Ribes alpinum ist das. Und wenn wir da näher schauen, erkennt man, dass der eben durchaus diese gelappten Blätter hat, was eben für Ribes ein sehr auffälliges Merkmal ist. Und man sieht eben auch da gerade den Blütenstand. Und das ist jetzt und vor allem später auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal, weil nämlich die Blüten und dann später auch die Früchte aufrechter so rausstehen. Also die Fruchtstände, wie gesagt, stehen aufrecht, während das bei den Ribes rubrum und Ribes nigrum, also bei den Gartenpflanzen, da hängen ja die Ribesen immer so nach unten. Das kennt man wahrscheinlich eh. Also der Fruchtstand ist ein wichtiger Hinweis und die Blätter eigentlich auch, weil die wesentlich kleiner sind als bei Ribes rubrum oder Ribes nigrum. Die Pflanze sollte man sich schon öfter anschauen, weil die gibt es nicht nur hier im Arboretum, sondern da durchaus öfter wo im Park, so als Hecke und so weiter. Also Ribes alpinum. Okay, nächstes Bäumchen, Baum, ist die Birke. Betula pendula, ein heimischer Baum, kennt wahrscheinlich jeder. Da gibt es gerade laubmäßig noch nicht so viel zu sehen. Wir haben noch die Kätzchen drauf, also die Blüten der Pflanze, wie manche Leute mit Allergie nur zu gut wissen. Was man aber sehr schön sieht, und das ist eigentlich immer ein super Merkmal, ist die weiße Rinde dieser Pflanze. Sehr leicht zu erkennen. Bitte nicht verwechseln mit der Populus alba, der Silberpappel, die ist ja auch sehr weiß von der Rinde her, hat aber einen ganz anderen Habitus. Also Birken, wie ihr seht, sind eher zart, haben so überhängende Triebe oft. Also deswegen Pendula, weil die Enden hängen immer so ein bisschen nach unten. Während die Pappeln viel wuchtiger
kräftigere Bäume sind, die meistens noch kräftigere, also die haben meistens einen geraden Stamm und dann große Äste, die zur Seite gehen. Das habt ihr sicher eh schon mal gesehen. Aber sonst ist dieser weiße Stamm durchaus ein guter Hinweis auf die Betula pendula. Es gibt dann noch diverse Sorten, nicht Sorten, es gibt auch andere Arten, die noch weißere Stämme haben. Da gibt es auch Betula papyrifera und so. Gab es zumindest im Park, ich weiß nicht, ob das noch steht. Also durchaus von dieser langen Liste im Skript gibt es andere Pflanzen auch hier. Am häufigsten ist aber die heimische, normale Betula pendula. Und jetzt, weil es gerade so schön ist, werfen wir einen Blick darüber. Am anderen Ende des Teiches steht wieder die Magnolia sulangiana. Und das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Anblicke im Park, würde ich behaupten. Genauso wie die große Magnolie hinterm Gregor-Mendel-Haus, die kennt ihr vielleicht auch. Also wenn die in voller Blüte stehen, wie ihr gerade seht, ist das echt sehr kitschig. Eine Pflanze haben wir da, die eigentlich erst ganz hinten in eurem Skript steht, aber immer grün ist. Deswegen kann man gerade nicht drüber reden und ich bin gerade vorbeigegangen. Dieses Teil kennt ihr vielleicht sogar aus dem eigenen Kräutergarten und aus der Küche. Das ist ein Lavendel. Auf gescheit heißt der Lavandula angustifolia. Wenn man das ein bisschen drüber streicht und riecht, riecht ganz gerne nach Lavendel. Wie gesagt, die Blätter bleiben so. Ist eben, wenn man da reinschaut, durchaus verholzend. Und angustifolia heißt ja meistens so in Richtung schmalblättrig. Und ich glaube, das ist da sehr klar zu erkennen, warum der so heißt. Und schaut eigentlich das ganze Jahr aber so aus, ist recht deutlich erkennbar. Also dieses Grün mit diesen hellen, bläulichen Stich drüber, bereift schon fast. Genau, der Lavendel. Hier in diesem Zaun drinnen haben wir einen Strauch, der auch heimisch ist, nämlich eine Kirschpflanze. Wir haben heute schon eine Kirsche gesehen. Dieses Teil ist auch Prunus und die Art ist Spinosa, Schlehdorn, Prunus spinosa. Ihr seht, der hat auch noch kein Laub drauf, aber hat gerade geblüht, also blüht noch. Die Kronblätter fallen schon langsam ab, wenn man da genau hinschaut. Sind wieder schöne rosa Zehenblüten, weiß dieses Mal. Und wenn man sich den Stamm anschaut, hat er so ein Merkmal, das Kirschen manchmal haben. Nicht sehr deutlich, aber doch so ein bisschen ringelborkenartig. Es sind jetzt keine ganze Ringe um den Stamm, aber man sieht so quer so Streifen. Das ist ein Merkmal von dieser Pflanze. Und wenn man sich die Triebe anschaut, man sieht das immer wieder hier und vor allem da drinnen, man sieht, der macht ganz viele so Triebdornen. Das macht er sehr deutlich. Also wenn man den angreift, muss man echt ein bisschen aufpassen, weil der sticht sehr. Das ist ein auffälliges Merkmal auch vom Prunus spinosa, den Schlehdorn. Das ist ein ganz bekanntes, altbekanntes, häufig verwendetes Heckengehölz oft. Also in klassischen naturnahen Hecken ist er ein wichtiger Bestandteil, ist ein Lebensraum für eine Reihe von Tieren. Auch Vögel mögen den gern. Da kann man Essen drauf ausspießen auf diesen Dornen, also machen die Vogel auch. Deswegen ökologisch eine interessante Pflanze auch. Die Früchte sind ähnlich wie Kirschen, ein bisschen anders. Schöne, runde, dunkle Kugeln. Und man sagt nach dem ersten Frost, wenn sie quasi richtig reif sind, dann kann man die ja so direkt roh essen und genießen. Man kann die ja natürlich wie alles in Österreich in Schnaps einarbeiten. Also Gin kann man auch damit verfeinern. Dann ist das ein Slow Gin, weil Slow heißt das Ding auf Deutsch. Genau. Aber das ist im Grunde Prunus spinosa, der Schlehdorn. Schaut so aus, die Blätter, ihr müsst euch das dann wieder mal als Gesamtes ansehen. Die Blätter sind jetzt nicht irgendwie. Die Blätter an sich sind jetzt nicht besonders auffällig, aber deswegen bei allen Kirschen müsst ihr euch immer die gesamte Pflanze anschauen. Also schauen, wie ist der Habitus, in dem Fall Strauch, hat er irgendwas, in dem Fall hat er sehr viel Triebdornen, wie schaut die Rinde aus? Also immer eine Kombination von Merkmalen ist wichtig bei den Prunus-Arten, um die zu unterscheiden. Dann im Mendelhaus. Aber nicht nur da auflassen, haben wir da auch so ein verhölzendes Teil, was nicht sehr hoch wächst normalerweise, nämlich die Pfingstrose. Die ist auch gerade schön in Blüte. Das ist der Grund, warum man die auch häufig pflanzt. Sehr schönes, auffällig blühendes Gehölz. Ja, wenn sie Blüten drauf haben, ist es wirklich leicht, aber auch sonst ist es ganz gut zu erkennen an den Blättern. Also auf gescheit heißt die Paeonia suffruticosa. Und ihr seht, die hat so gefiederte Blätter, wo die einzelnen Blättchen auch noch so ganz tief geschlitzt sind. Teilweise fast schon doppelt gefiedert. Naja, doppelt gefiedert auch nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Also auf jeden Fall gefiedertes Blatt, ganz tief eingeschlitzt. Wenn man das mal kennt, das ist sehr charakteristisch. Und wie gesagt, eben die Blüten, in dem Fall rosa. Genau, Pfingstrosen. Sie ist zwar noch nicht Pfingsten, aber sie blühen schon. Auch da am Eck vom Mendelhaus haben wir diese Pflanze. Die wurde hier nicht gepflanzt, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Das wächst irgendwie so raus.
Das ist eine Feige, die hat noch keine Blätter, interessiert uns nicht, aber eben dazwischen kommt das raus und das schaut aus wie ein kleines Bäumchen. Wenn man die Blätter ansieht, die sind zwar jetzt noch relativ jung, aber ihr seht, die sind auch so doppelt gesägt und die sind sehr weich. Also das spürt man sehr deutlich. Bei Blättern dieser Art ist immer gut, es ist generell immer gut, wenn ihr sie ein bisschen antatscht. Ihr müsst dann immer alles abreißen, aber angreifen ist auf jeden Fall gut. Es ist ein sehr weiches Blatt und das ist eben eine Coryllus. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Coryllus avellana, die normale Hasel, was normaler Strauch ist. Das ist aber, wie ihr seht, das ist ganz wichtig, ihr müsst euch den Habitus anschauen. Von klein auf ist die Pflanze quasi baumförmig. Also die macht einen Haupttrieb und verteilt sich dann. Und im Gegensatz zum Haselnussstrauch, also das ist die Baumhasel, Coryllus coluna. Wie gesagt, einstämmig, baumförmig und die Coryllus avellana, der Haselnussstrauch, der heimische, hat also ganz viele Stämme aus dem Boden. Was auch noch wichtig ist, sieht man echt da ganz super, die Rinde von dem Teil, obwohl der noch sehr jung ist, ihr seht, der ist so ganz klein, die Rinde ist so ganz, ganz grob furchig und für mich schaut das immer so aus, als wäre die relativ alt und knorrig, obwohl das noch eine ganz junge Pflanze ist. Also diese Rindenstruktur, diese raue und der Habitus eben und vor allem eben auch die Haselblätter halt, sind für mich die Merkmale von der Coryllus coluna, von der Baumhasel. Okay. Ja. Da auf der Straße beim Lenéplatz stehen ein paar so Bäumchen rum, die auch aktuell blühen. Auch schön weiß. Auch wieder weiße rosa Zehenblüten. Das sind auch durchaus häufig verwendete Straßenbäume. Pyrus kalariana heißt das Ding. Chinesische Straßenbirne oder so. Wenn man da jetzt schaut, warum ist das jetzt Pyrus? Abgesehen von den alten Früchten, die wir da noch sehen. Ich meine, eine Birne ist auch was anderes, wie ihr wisst. Also da geht es jetzt um die Blüte bei dieser Pflanze, nicht um den Fruchtschmuck und nicht um die Fruchternte. Da geht es darum, dass der eben jetzt im Frühjahr schön weiß blüht. Und der verträgt halt die Straßenverhältnisse ganz gut. Deswegen ist er ein beliebter Straßenbaum. Er hat aber schon nette allgemeine Birnenmerkmale, also Pyrus ist Birne eben. Die sind meistens eher rundliche Blätter und meistens eher glänzend und häufig, in dem Fall sieht man es, weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, dass die oft so V-förmig zusammengefaltet sind und oft relativ lang gestielt. Also jetzt die Stiele sind häufig mindestens so lang wie die Blattspreite selbst. Also das sind alles Merkmale von der Birne und das vor allem im Vergleich zum Apfel. Äpfel haben viel gröbere Blätter, mattere Blätter und nicht so lange Stiele. Und Kirschen haben generell auch nicht so runde Blätter und so weiter. Also ich weiß ja, mit den Obstbäumen ist das ein bisschen schwer, Apfelbirne, Kirsche. Aber Pyrus, wie gesagt, runde Blätter, oft glänzend, oft langer Stiel, oft so ein bisschen V-förmig und gerade geordnet sozusagen. Genau, Pyrus kalariana. Okay, wir sind bei der letzten Pflanze für heute angelangt. Die Zeit ist aus. Es handelt sich hierbei um ein äußerst aufregendes kleines Gewächs. Die ist leider ein bisschen traurig, die war früher mal größer. Ist aber eine Pflanze, die man jetzt schon gut beobachten kann, weil sie auch immer grün ist. Es ist ein Euonymus, also einer der Spindelsträucher und einer der nicht heimischen immergrünen, nämlich der Euonymus fortunae. Und ihr seht, der hat eben da so niedrige Blätter, die sehr, sehr häufig diese gelbe Panaschierung haben. Also das ist sehr gängig bei denen. Und die wachsen eher so kriechend dahin, können sie auch, wenn sie was haben, irgendwo raufklettern. Also da hinten sieht man es ein bisschen. Also das Ding, das wird halt immer brutal niedergemäht, deswegen sieht es ein bisschen traurig aus. Aber die kriechen also dahin, können auch ein bisschen klettern. Auf jeden Fall, das ist der Euonymus fortunae. Okay, gut, das war's für den heutigen Rundgang. Ich hoffe, es passt. Ich habe im Gegensatz zu Anita ein bisschen freier gesprochen. Die Detailinformationen zum Blühzeitpunkt, zur Blühfarbe von dem Ganzen, ob das Ding heimisch ist, da verweise ich natürlich aufs Skript. Die Videos sollen ja genau wie die Rundgänge nur zur Unterstützung dienen. Ihr müsst sowieso selbstständig lernen. Deswegen, jetzt wird zu gleich da drüber fallen. Ja, deswegen lernt, wenn ihr die Prüfung machen sollt, geht selbst raus, schaut nicht nur diese Videos an und lernt auswendig, was wir sagen. Ihr müsst die Dinge selbst anschauen und angreifen. Wenn ihr das jetzt gerade im April anschaut, werden wir schauen, wie es weitergeht, ob wir bald wieder echte Rundgänge machen. Ansonsten verweise ich nur mehr an die anderen Videos von meiner Kollegin. Vielleicht gibt es noch mehr Videos. Wir bemühen uns.
Wir hoffen, dass wir bald wieder rauskommen, aber da gibt es die Infos sowieso wie immer über E-Mail und so weiter. Also wir geben euch Bescheid. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Erstmal den Wind, meine Haare verwehen. So, als nächstes schauen wir sich die wunderschönste Pflanze der ganzen Welt an. Den Viburnum rutidophyllum. Er ist erkennbar an den Blättern, die ausschauen wie Pfeile von österreichischen Ureinwohnern, mit denen sie früher Mammuts erlegt haben. Ist ja praktisch, manchmal haben sie diese Blätter verwendet als Pfeilspitzen, weil die Unterseite, diese Bereifung, ist ein bisschen giftig sozusagen. Und das war quasi das Gift, mit dem die Mammuts dann zugrunde gegangen sind. Passt. Ich werde das in meinem Video unten in der Beschreibung verlinken, damit ihr es findet. Click like and subscribe. Cut.